Hallöchen, es gibt jetzt, hier und heute, Donnerstag, 12 Uhr, die Gewinnspielauslosung von meinem 5-Jahres-Video, denn diesen Kanal gibt es seit 5 Jahren. Ich habe euch ein kleines Gewinnspiel vor genau einer Woche abgedreht und gezeigt, dass ja, die 5 Jahre wahnsinnig toll waren. Ich habe ziemlich viel geredet in dem Video, sehr chaotisch und das möchte ich jetzt hier ein bisschen ändern. Ich hoffe, dieses Video wird nicht ganz so chaotisch. So. Es dreht sich um folgende 5 Bücher. Es gab 5 verschiedene Pakete, quasi jeweils ein Buch. Und ihr konntet euch dafür bewerben, in den Lostopf hüpfen, um daran, ja, davon eins zu gewinnen. Diejenigen, die mitmachen wollten, quasi. Es sind tatsächlich gar nicht so viele gewesen, aber ein paar sind es doch. Habe ich mal hier reingeschmissen und werde ich jetzt mal mit euch zusammen auslosen. Also, ich gucke nicht hin. Ich ziehe einen Zettel. Erster Gewinner, erste Gewinnerin ist Remzi Limani Time to Love. Also der neue von Beth O'Leary. Ich freue mich total, den zu verschenken. Gerade erst frisch erschienen. Bei mir ist er auch noch nicht angekommen. Aber morgen. Da, ja, für dich gibt es Time to Love. Bitte an alle Gewinner die Info. Ich werde unter euren Kommentar von meinem Gewinnspiel schreiben, dass ihr gewonnen habt. Das heißt, ihr müsstet eine Nachricht kriegen und dann schickt ihr mir bitte so schnell wie nur möglich, mir egal auf welchem Wege, ob über YouTube oder über Instagram, eine Nachricht mit eurer Adresse bitte. Nicht in die Kommentare schreiben, sondern eine direkte Nachricht schicken. Genau, also. Bitte eine Nachricht mit eurer Adresse, damit ich weiß, wohin ich euer Päckchen auf die Reise schicken soll. Denn es soll euch ja erreichen. So, Nummer 2. Nummer 2 ist dieser Zettel. Luisa Papaya. Anne Freitag wird hier einmal gewonnen. Und zwar das Gegenteil von Hasen. Freue ich mich sehr. Paket Nummer 1. So. Dann hat gewonnen Tina Schlegel Dark Matter. Freue mich auch sehr, das zu verschenken. Zwei Stück kommen noch. Da war der Akku leer. Das ist natürlich blöd. Ich wollte das Ganze in einem drehen, damit auch ja, jegliche Zweifel ausgeschlossen sind, dass ich hier irgendwas ändere am Gewinnspiel. Also. Die ersten drei sind gezogen und jetzt ziehe ich noch die letzten zwei, aber jetzt in einem Rutsch. Das ist noch ein Zettel. Da steht drauf, die liebe Sarah hat Anne Freitag das Gegenteil von Hasen gewonnen. Also schon zweimal der Freitag, der gewonnen hat. Meine liebe Sarah, mein Schätzchen, meine Cousine, ich freue mich sehr, dass ich dir den ja, zuschicken darf, denn. Ich weiß, Anne Freitag ist deine Lieblingsautorin. Das macht mir sehr, sehr, sehr viel Freude, dass ich dir dieses Glück schenken darf in Form eines Buches. Und der letzte Gewinner ist Sarah Sophie, auch Anne Freitag. Okay, gut. Das heißt, dreimal Anne Freitag, einmal Dark Matter und einmal Time to Love. Sehr schade finde ich natürlich, dass zwei Bücher quasi gar nicht die Reise, sich auf den Weg machen zu einem von euch. Aber das macht nichts. Ich verschenke auch sehr gerne dreimal an einem Freitag. Überhaupt gar kein Thema. Genau. Nochmal an alle, bitte schickt mir eure Adresse zu, damit ich das Buch möglichst schnell auf die Reise schicken kann. Sollte ich die Adresse von euch nicht zeitnah bekommen, dann muss ich einfach darauf zurückgreifen, dass ich jemand anderen noch gewinnen lasse, denn ich kann nicht ewig warten. Ich hoffe, dass ihr das bis Sonntagabend schafft, mir das zu schicken. Ich kann euch noch nicht garantieren, wann ich es schaffe, die Bücher dann auf die Reise zu schicken. Das kann ich euch noch nicht ganz versprechen, aber ich werde mein Bestes geben und dann hoffe ich, dass ihr bald eure Pakete bekommt. Ihr dürft das mir natürlich auch sehr gerne sagen und Bescheid geben, wenn die gut angekommen sind. Da würde ich mich darüber freuen. Und gerne auch ja, sagen, wenn euch das Buch gefällt, wenn ihr
das dann vielleicht auch direkt lest. Das war es jetzt von mir. Eine kleine Gewinnspielauslosung, mehr soll es gar nicht sein heute. Noch einmal Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Ich mache mich daran, das alles möglichst schnell auf die Wege, auf die Reise zu schicken, in die Wege zu leiten, so rum, in die Wege zu leiten, auf die Reise zu schicken. Ihr kriegt die Bücher dann so schnell, wie es mir und der Post nur möglich ist. Und freut euch dann hoffentlich auch darüber. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, da seid ihr wieder alle mit dabei. Eine schöne Zeit und lest schöne Bücher. Tschüss.